Und wir können vielleicht noch mal drauf gucken, was sich hier besprochen hat und was sie hier erläutert hat. Das waren natürlich die Beschlüsse vom vergangenen Dienstag. Und sie hat auch immer wieder Bezug genommen auf die Gratwanderung, die man da natürlich treffen muss. Auf der einen Seite weiß sie, sagt sie, um die Zumutungen, um die Beschränkungen, um die Einschränkungen, auch dass die Menschen in Deutschland und in ganz Europa in dieser Zeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden. Aber es gäbe halt keine Alternative und man müsse halt verantwortlich handeln, wenn man diese Pandemie einigermaßen unter Kontrolle bekommen möchte. Und das bedeutet halt, bis man Sicherheit habe, bis man einen gewissen Inzidenzwert erreicht haben, müssen diese Beschränkungen weiter bestehen. Und das damit erklärt sie dann eben auch die jetzt am vergangenen Dienstag getroffenen Maßnahmen. Es gab einen Blick auf die Impfstrategie und auf die Impfsituation. Da gibt es ja Kritik beispielsweise an den bestellten Dosen. Diese Kritik hat sie zurückgewiesen, hat gesagt, man hat damals alles Mögliche getan. Auch die europäische Strategie, also gemeinsam mit allen europäischen Staaten über die EU-Kommission Impfdosen zu bestellen, sei richtig. Und die Anzahl der Bestellungen sei überdies heute ohnehin irrelevant, weil ja diese Dosen erst einmal produziert werden müssen. Und da wiederum wissen wir, dass da im Moment noch einige Prozesse erst richtig in Gang kommen müssen. Andere Prozesse werden gerade umgestellt, damit mehr produziert werden kann. Deswegen gibt es im Moment teilweise weniger als ursprünglich angekündigt. Aber sie sagt, spätestens bis zum Ende des Sommers. Und dann hat sie auch noch mal definiert, wann das ist, nämlich der 21. September. Da haben wir fix nachgeguckt und das bedeutet nämlich 5-6 Tage vor der nächsten Bundestagswahl soll jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin ein sogenanntes Impfangebot bekommen haben. Das bedeutet, dass dann zumindest jeder mindestens einmal geimpft werden sein soll. Und dann hat sie auch noch darauf hingewiesen, die Bundeskanzlerin, dass das Ganze natürlich davon abhängt, ob sich tatsächlich jeder impfen lässt. Denn diese Frage ist ja auch noch nicht abschließend geklärt. Viele sind nach wie vor skeptisch, zurückhaltend oder verweigern es grundsätzlich. Also auch da gibt es noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Es gab, wie zu erwarten war, natürlich auch ein paar andere Fragen hier in dieser Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin. Es gab Fragen beispielsweise nach Joe Biden, dem neuen US-Präsidenten und seiner neuen Vizepräsidentin. Es wurde nach dem Fall Nawalny gefragt, aber natürlich auch noch einmal nach der zukünftigen Rolle und Zusammenarbeit mit dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Und dann hat sie gesagt, na gut, sie sei ja nun einmal bis in dieser Legislaturperiode noch die Bundeskanzlerin und habe in dieser Hinsicht die Verantwortung zu tragen. Und die übernehme sie gerne, auch wenn es manchmal eine Belastung sei und sie emotional durchaus beschäftige. Aber nichtsdestotrotz mache ihr die Arbeit Freude. Denn in diesen ständig neuen Entscheidungen, die man treffen müsse in dieser schwierigen Lage, liege ja auch ein Reiz, weil man beispielsweise immer noch jede Menge dazulernt. So viel im Moment aus dem Haus der Bundespressekonferenz, nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Wie gesagt, sie warb noch einmal für die Maßnahmen, auch für sich verantwortlich zu verhalten in dieser schwierigen Lage, die uns wahrscheinlich noch einige Wochen und vielleicht sogar Monate erhalten bleiben wird. Michael Saar. Ja, herzlichen Dank. Ich hatte mir aufgeschrieben von Angela Merkel, angespannte Aufmerksamkeit jeden Tag. Er hat schärfer beobachtet, das für uns. Vielen Dank für die Einschätzung und auch für den Hinweis eben, das fand ich auch spannend, dass kurz vor der Bundestagswahl alle durchgeimpft sein sollen. Hört, hört. Danke.